würde das Thema ganz gerne auch noch mal auf den Freistaat Bayern herunterbrechen, Herr Streibel. Wir hatten ja teilweise hier bei uns in Bayern, ich sage teilweise, es war natürlich nicht immer so, aber teilweise hatten wir strengere Corona-Regeln, Beschränkungen als im Rest der Republik. Es wurde teilweise von Alleingängen unseres Ministerpräsidenten gesprochen in dem Zusammenhang. Sie waren ja als Teil der Regierungsfraktion mit dabei am Tisch, als diese Entscheidungen getroffen wurden. Ist das aus Ihrer Sicht alles in Ordnung so gelaufen? Ja, also es stimmt, ich war bei den Entscheidungen mit am Tisch und kann mal so schildern, wie das Ganze auch läuft. Also es kam da vor einem Jahr eine Institution ins Spiel, die wir vorher noch so nicht kannten, also beziehungsweise man hat es gekannt, aber in der Öffentlichkeit war es nicht so bekannt, die Ministerpräsidentenkonferenz. Und die haben ja dann immer sehr in regelmäßigen Abständen getagt und dann ja, Entscheidungen, Empfehlungen in einer gewissen Weise für die ganze Bundesrepublik getroffen. Und da muss man, und das Ganze hat eine wahnsinnige Dynamik aufbekommen. Es war dann für uns in der ja, Regierungskoalition schon so, dass wenn es hieß, nächste Woche tagt wieder die Ministerpräsidentenkonferenz, dass man dann schon vorab, also sich in einer Koalitionsrunde, ja, verabredet, beziehungsweise damals mehr durch Videokonferenzen sich besprochen hat, in welche Richtung soll denn das gehen, ist für Bayern wichtig. Dann kommt die Ministerpräsidentenkonferenz, dann gibt es da Beschlüsse, dann geht das Ganze wieder in eine Koalitionsrunde, wo dann besprochen wird, wie setzen wir das für Bayern um. Das heißt also, haben wir da an diesen Runden, da sind wirklich die Koalitionäre auch beisammen. Dann geht das Ganze ins Kabinett, wird da beschlossen, wie es dann weitergehen soll in Bayern. Dann kommen die Fraktionen im Bayerischen Landtag, die darüber beraten. Und dann geht das Ganze nochmal ins Plenum, also des Bayerischen Landtags. Allerdings derjenige, der das Ganze dann verkündet in der Öffentlichkeit, war immer der Ministerpräsident. Aber ich möchte eigentlich sagen, was da für ein Apparat dahinter stand, der mit beraten hat und mit entschieden hat und der sich nicht einfach gemacht hat. Also es war eine Zeit von verdammt vielen schlaflosen Nächten. Also einerseits, weil man in irgendwelchen Schalten war oder andererseits, weil man sich wirklich auch Sorgen um das Land, um die Menschen gemacht hat. Und man musste immer wieder auch dann von der Situation auch anpassen und nachsteuern. Und diesen Prozess muss man jetzt auch darstellen. War ja nicht in Bayern so, sondern in 16 Bundesländern. Es waren schließlich dann also die Abgeordneten, Politiker, Spezialisten, Wissenschaftler von 16 Bundesländern bei den Entscheidungen mit drin. Also das heißt, es war ein großer ja, demokratischer Konsens, den man dann aber auch nach außen hin tragen musste. Von so kann man schon feststellen, es hat die Demokratie, aber auch der Föderalismus hat in dieser Krise funktioniert. Und es kamen Entscheidungen raus, die uns ja eigentlich relativ sicher durch diese Pandemie geführt haben. Also es gibt die Anzahl der Erkrankten, derer, die gestorben sind, leider ist schlimm, aber ist überschaubar. Es ist nicht so, wie in anderen Ländern war. Es ist auch, unser Wirtschaftssystem ist auch relativ stabil durch das Ganze durchgekommen, dass dann einzelne Bundesländer auch wieder ein bisschen unterschiedliche Feinheiten hatten. Also und es war jetzt nicht nur so, dass wir in Bayern immer die stärksten oder Einschränkungen hatten. Also es war unterschiedlich. Es gab andere Bundesländer, die haben mehr Wert auf einen anderen Aspekt gelegt, wo die schärfer waren, wie wir zum Beispiel in Bayern. Und von so her gab es da dann, also zwar im Kleinen, dann also eher so kleine Verwerfungen, die man eigentlich hätte noch stärker austarieren müssen, weil gerade für die Leute, die also in mehreren Bundesländern unterwegs sind, für die war es dann teilweise schon schwierig, was gilt jetzt ja gerade hier, wo ich bin. Muss ich an der Tankstelle, wenn ich schon am Tapfhahn stehe, also eine Maske anziehen oder muss ich sie nicht anziehen? Also das waren, glaube ich, Dinge, die man jetzt im Nachgang vielleicht anders oder besser machen hätte können.
Aber letztlich war ein großer demokratischer Konsens, den diese Maßnahmen vorausgingen und die da auch davon getragen worden sind. Und das andere, auf der anderen Seite muss man sagen, wir hatten und haben eine Gott sei Dank funktionierende Justiz. Wenn man jetzt auch erst das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichtshofs anschaut, es kommt dann alles schon auf den Prüfstand. Und ich glaube, man kann nicht sagen, also gerade in der Situation, der unbekannten Situation einer Pandemie, man hat sicher nicht, oder auch ich, nicht alles richtig oder gemacht. Von vorher, man macht da sicher Fehler und deswegen ist es gut, dass es die Justiz gibt, die dann nochmal kontrolliert und draufschaut und sagt, hat es überhaupt gepasst? Und daraus muss man natürlich dann auch lernen für die Zukunft. Und ich denke jetzt, wenn man heute mit dem heutigen Wissen, also im März 2020 wäre, würde man es vielleicht anders angehen. Aber leider hatte man das Wissen damals noch nicht. Aber das Zusammenspiel der Kräfte, der Gewalten im Staat, also von Legislative, die gesetzlichen Grundlagen gelegt haben, von der Exekutive, die das Ganze dann ausführen musste und dann auch teilweise im 14-Tage-Rhythmus in Verordnungen gießen musste, und die Justiz, die das Ganze dann wieder überprüft. Das hat funktioniert. Und an der Stelle muss man auch, glaube ich, auch einen großen Lob an unsere Verwaltung sagen, an die dort in den Ministerien, in den Behörden, in den Gesundheitsämtern sitzen, wie schnell und rasch die sich auf neue Situationen auch wieder einstellen mussten. Das ist auch eine Leistung, die ich, wenn man mich vorher gefragt hätte, unseren Staat gar nicht so richtig zugetraut hätte, dass man dann so schnell in den Systemen umswitchen kann, dass man auch neue Sachen aufgreifen kann. Auch gerade in der Schullandschaft, da war es ja auch so, dass also am Freitag wurde was verkündet, was am Montag umgesetzt sein muss. Also da muss man sagen, das war von der Administration eine Riesenherausforderung und Riesenleistung, wo man gar nicht dankbar genug sein kann. Also das heißt, unser Staat hat in der Situation der Krise funktioniert und darauf können wir auch stolz sein. Sie haben jetzt gerade dieses jüngste Urteil angesprochen, vielleicht nochmal für alle zu Hause zusammengefasst. Es war eben gestern so, dass das Bayerische Verwaltung. Verfassungs Verwaltung. oder Verwaltung. Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Der Verwaltungsgerichtshof, das ist das, wenn man mit Abkürzungen arbeitet und dann nur VG steht. hat eben die ersten Ausgangsbeschränkungen, die wir ja im April 2020 hatten, jetzt im Nachgang ja für nicht rechtmäßig erklärt. Kann man also sagen, der Rechtsstaat hat funktioniert, er ist ein funktionierender, aber ein sehr langsam arbeitender Apparat. Kann man das so sagen? Ja, sag mal, Demokratie und Rechtsstaat braucht Zeit. Totalitäre Systeme funktionieren schneller, aber dafür nicht gerechter, sondern ganz im Gegenteil. Und das waren damals diese Einschränkungen, wo vorher schon gesagt worden ist, wenn jemand auf der Parkbank saß, dass der dann also da dann gehen musste, wo heute man sagen muss, ja, da war keine Infektionsgefahr, wenn ich alleine auf der Parkbank sitze. Von so ist dieses Verwaltungsgerichtshofsurteil auch richtig. Also, und nur in der damaligen Situation war es so, man hat vielleicht auch etwas überzogen, aber aus der Situation heraus war es das, was man damals für richtig angesehen hat. Und man wusste über den Virus nicht so viel, wie man jetzt heute weiß. Und es war auch damals, muss ich ehrlich sagen, hatte ich also vor dem ersten Lockdown viele Zuschriften und Anfragen, die dann zu mir kamen und sagten, macht endlich zu, macht den Laden dicht. Also da war auch eine große Unsicherheit und auch Angst da. Und aus denen wurde das Ganze auch gespeist, dass man lieber dann, ja, mehr als zu wenig. Und es gab ja auch andere Staaten in Europa und auch außerhalb, wo die Beschränkungen ja noch wesentlich strenger waren, wo man dann nur noch einen Zeitslot hat mit vorgegebenen Supermarkt, wo man hin durfte,
zu einer gewissen Uhrzeit, also wo man jetzt sagt, eigentlich ist Unsinn, aber das ist das Wissen, das man jetzt hat. Aber es ist trotzdem gut, wenn jetzt Gerichte, die auch mit dem jetzigen Wissen die Dinge nochmal überprüfen, weil man hat dann diese Erkenntnisse, die man möglicherweise für eine ähnliche Situation, die irgendwann wieder kommen kann, dann, dass man dieses Wissen hat und daraus dann auch schöpfen kann. Also eben dieses Zusammenspiel der Kräfte gerade also das sieht man hier von Exekutive und Judikative. Das ist es ja gerade das, was also die Demokratie ausmacht und sie stark macht. Dass nicht nur einer und wenige entscheiden und dann auf die Entscheidung auch permanent rechtfertigen, sondern dass man dann auch die Kraft hat, dass man hinstellt und sagt, ja, das war jetzt in der Situation, damals haben wir es für richtig erachtet, aber jetzt müssen wir sagen, ja, war vielleicht überzogen. Und dass es da eine unabhängige Justiz gibt, die das also auch thematisiert und macht, das ist, glaube ich, ein gutes Aushängeschild, das wir in unserem Staat haben.